So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Blob Solid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gleiten und Rutschen. Hier gibt es wunderschöne Eishöhlen, die einfach nur lieblich, lovely, wunderbar sind. Wie bei der ersten Eishöhle ist alles Wasser hier sehr tödlich und die Oberflächen sehr rutschig. Rrr. Diese Höhle wird dich direkt zu der zweiten uralten Begräbnisstätte, Grabstätte, wie auch immer, und zum Zeitkristall führen. Diese Höhle ist der direkte Weg. Sei vorsichtig. Es gibt Gefahren, die sich aus der Umgebung ergeben, so wie fallende Stalagmiten, Stalaktiten natürlich, ne? Ein guter Hinweis, wie man sich merken kann, dass welche dir Schaden zufügen können, falls du natürlich darunter stehst. Gut, das heißt, Gleiten für Anfänger und Fortgeschrittene, also eher für Fortgeschrittene in diesem Fall. Ich werde sowas von Probleme mit diesem Level haben. Ihr glaubt es gar nicht. What the f? Ich dachte, die fallen runter und sind dann weg. Alter, willst du mich umbringen? Offensichtlich. Na, wenigstens das hat ich erledigt. So, will ich das? Wir in den Graben, weil es so schön war. Yeah! Gleich nochmal. So wie ich das sehe, werde ich diesen Level demnächst nochmal machen dürfen. Nein, natürlich nicht. Das funktioniert auch nicht so richtig. So, ich darf diesen ganzen Quatsch gleich wieder zurück. Welche absolut gar nichts gibt. Absolut gar nichts gibt, was für mich irgendwie von Belang wäre. Bäm! Und ich bin hinüber. Sehr schön. So viel zu. Das wird eine rutschige Sache. Wir geben natürlich nicht auf. Wie für die Eishöhlen 1, gilt auch für die Eishöhlen 2. Wir beißen uns durch. So, ich habe noch gar nicht gelesen. Lasergun klingt gut. Thank you.
Wiedersehen. So, wir haben noch volle Gesundheit. Ich glaub's ja nicht. Ich bin noch getroffen worden. Das kann doch gar nicht sein. So, wir gehen jetzt mal primär zum Exit und gucken mal, was es da oben gibt. Da oben. Oh mein Gott. Also heute habe ich einen Clown gefressen oder ordentlich bis... Fällt mir ein, ich muss immer noch eine Überweisung tätigen. Na komm schon. Yep. Das war die Geschichte. So, da, da. Kirsche ist mir gerade egal. Bam. So, da und da. So, ich hoffe ja, das lohnt sich, ey. Alter. Alter Folter. Jetzt rutsch schon rüber. Hopp. Mach mal Platz hier. Rutsch rüber. Ui. Das war ein Ticken zu viel. Ja, das auch. Oh, wie sieht's denn da unten aus? Wo bin ich denn? Da bin ich! Da gibt's Mia! Das ist doch herrlich! Vielleicht ein bisschen dämlich gerade. Nein, kein bisschen. Doch. Geil! Wie geil ist das denn? Oben hätte ich rüber hüpfen können. Drum machen wir das doch glatt nochmal. So, hier gibt es einen neuen Schlüssel. Hier gibt es einen Mia. Den habe ich jetzt gerettet. Das ist herrlich. Herrlich! Ich habe einen Checkpoint gekriegt. Das ist noch viel herrlicher. Der Checkpoint! Wunderbar! Ich muss echt rausfinden, was das war. Und herrlich! Na egal. Ich glaube, die Lasergun ist gerade gar nicht so übel. So, Dele. So, Dele. Jetzt, Dele. Jetzt aber gleich hier eine, gell? So. Ach nee. Stirb! So, wir haben eine Tür geöffnet. Beziehungsweise der Gegner hat eine Tür geöffnet. Das merke ich. Warte mal. Ja, mir ist eigentlich so egal. Yay! So, ich habe die Missionsziele gar nicht durchgelesen. Ich habe Voldo gerettet. Ey, Alter! Voldo, ey! Krasser Sch... Hehe! Bäm! So, das war jetzt natürlich ein bisschen zu viel. Des Guten, das wollte ich. Ey, Alter! Hast du die nach mir geworfen oder was? Pah! Ein Arsch offen! Natürlich, ich habe einen Aschenbecher immer offen. Nun gut. Bedeutet doch Deutsch, dass ich jetzt tot bin. Aber weil ich ja den Checkpoint
gekriegt habe, genau, und bekommen habe, ist das ja alles halb so wild. Ich hüpfe hier einfach rüber und geleite hier elegant in den Dinger rein, in den Dinger, genau, Dings, Bings. So, und gleite dann einfach gemütlich so hier weiter. Dann gleite ich unter dieser Tür durch, die mir meinen Schädel zusammendrückt. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ey, du cheatest doch, Alter! Und wenn ich dann da durch bin, dann legt es mich wieder ordentlich auf die Fresse. Das war gut. Naja, gut. Inzwischen ist dieses Falldingens ja deaktiviert und deswegen ist das alles kein Thema mehr. Man kann es ja im Prinzip einfach nochmal machen. Ja, verreckt doch. Ja, komm schon. So. Ich bin jetzt ja leider verreckt, aber... Ey, Alter, wieso habe ich schon wieder so wenig Gesundheit? Ey, also... Gesundheit ist in dem Spiel echt... für einen Eimer. Naja, gut. Ich habe den Lift aktiviert. Ich glaube... Wieso geht der jetzt da runter? Ich glaube, auch viel mehr Sachen kann man da auch nicht machen. Nein, Moment. Hey, dann gleite ich doch mal da durch. Deine Mutter, ey. Ausgezeichnet. Hehehe. So, Dele. Jetzedle. Dann bin ich hier. Was habe ich eigentlich im Inventar? Einen goldenen Schlüssel. Ein goldener Schlüssel. Das ist ja lachhaft. So, das heißt, ich muss hier diesen Quatsch zurück. Ach nee, komm. Ja, ja. Wie immer. Schnauze. Können wir ja jetzt langsam. Ich und kaltes Wasser. Kaltes, klares Wasser. Jo, ich habe wieder einen Checkpoint bekommen. Hallo, Alter. Ist egal, ich habe ja hier mein super duper Hardcore Jetpack. Nein! Na komm, Kirsche. Wenn ich schon eine scheiß Waffe habe, dann wenigstens eine Kirsche. So, dann gucken wir doch mal, wo geht's weiter? Da drüben? Da oben? So. Kirsche!
Ja! Das klingt doch gut, oder? Na, dann probiere ich das doch mal. Kriege ich es auf die Plattform? Und... So, ich habe Sophita gerecht. Gerettet, genau. So, Dylan. Wo muss ich denn jetzt hin? Wie viele Schlüssel habe ich eigentlich? Oh, ich habe 3 Gold. Oh. Oh. Ja. Eimer. Und runter. Juhu! Und da gibt's sogar ein Maschinengewehr. Da gibt's ein Maschinengewehr. Und da gibt's ein Rocketeer. Ich hasse dich. Verrecke doch alle. Also, wir sind hier ganz ausgeglichene Spieler. Friedfertig, liebevoll. Zu keiner bösen Gesinnung. Wir brauchen ein... uraltes Zahnrad. Ich habe leider kein uraltes Zahnrad. Das finde ich aber doof. So, Dylan. Dann, wo geht's denn hier weiter? Da hinten bin ich durch. Ja, dann fliege ich doch mal da hoch. So. Kirschen! Herrlich! Auf Wiedersehen. Zack. Zack. Das ist doch ätzend, ey. Pistole. Das ist noch viel ätzender, ey. Ich habe jetzt ein Jetpack. Bam. Jetpack bedeutet... Bam. So. Wie viel brauche ich noch? Oh, habe ich schon. Ausgezeichnet. So, dann hier auch wieder Jetpack. Bam. Ja, dann rutsche ich das einfach mal runter. So, Dele. Da
genau. Da brauche ich dieses uralte Zahnrad. Ui, ui. Und ich habe wieder einen Checkpunkt. Sicherungspunkt, Checkpoint. So, dele. Jetzt, dele. Tüdelü. So. Verarscht. Geht gleich wieder eine auf die Mütze. So frech war und verarscht gesagt hab. So, dele. Und. Damn! So, da war ich da. Muss ich da rüber? Mal gucken. Flitz. Und. Ey, was sind das für Übergegner hier? Was habe ich da oben? Gegner. Muss ich die töten? Eisblobs. Na dann. Vielleicht jetzt gar nicht so blöd gewesen. Dum 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 dum. Zack, bleib stehen. Zack. Und. Er kam nicht rein. Oh, so ist gut. Stirb! Du Schnuffelnase! Komm hier rein. Fackling! Noch 3 Meter. So. Ausgezeichnet. Wir sind allerdings schon wieder an einem Punkt, wo ich sagen kann, schön war's gewesen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.